Am Montag, dem 25.10.2021, war es endlich soweit. Swift for 3 hat endlich neues Material zur Kampagne von Halo Infinite gezeigt. Im Campaign Overview Video erhalten wir tiefe Einblicke in die Kampagne und die Story des neuen Halos. Die Details schauen wir uns im folgenden Video an. Der Trailer beginnt mit der Stimme von Dr. Halsey, Cortana und der neuen KI The Weapon, die anfängt, uns von der aktuellen Situation der Menschheit zu berichten. Cortana und der Chief sind kein Team mehr und die Menschheit kämpft ums Überleben. Und der Einzige, der der Menschheit aus dieser Misere helfen kann, ist der Chief. Also wir, der Spieler. We need a savior. We need hope. Die Spielwelt. Was folgt, sind einige Eindrücke von der Spielwelt von Halo Infinite. Seta Halo. Und man kann wirklich nur sagen, dass alles wirklich gut aussieht und sich auch seit dem letzten Trailer, in dem wir zum Teil schon ähnliche Szenen gesehen haben, grafisch einiges getan hat. Von Blutsvätergebäuden über die Basen der Banished und natürliche Landschaften. Seta Halo scheint einiges zu bieten zu haben. Die Kampagne von Halo Infinite soll wie bereits bekannt einige Open-World-Elemente integrieren und wird in diesem Video daher auch als größte Halo-Kampagne, die es bisher gegeben hat, beschrieben. Schaut man sich die Welt an, wirkt das auch nicht untertrieben. Chief fliegt mit dem Banshee oder Wasp über weitreichende Areale oder fährt mit dem Warthog durch großräumige Landschaften. Außerdem sehen wir sowohl Innenräume von Blutsvätern als auch von den Banished und können scheinbar sogar auf den zerstörten Teil von Seta Halo, in dem die Schwerkraft dann nicht mehr ganz so aktiv ist. All das sieht wie ein richtig guter Spielplatz aus. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass im richtigen Spiel dann auch noch andere Biome eingebaut werden. Halo hatte auch immer Abwechslung durch Schnee- und Wüstenlandschaften und bisher sehen wir hier nur Wald. Die Story. Wir bekommen neben der Welt aber auch Aufschluss über die Story und den Beginn des Spiels. Wie wir aus vergangenen Trailern bereits wissen, wird der Chief vom Piloten, den die Community liebevoll Brohammer getauft hat, im All um Seta Halo aufgegriffen. Wie wir jetzt aber fahren, ist die erste Mission des Chiefs daraufhin, direkt die neue KI The Weapon auf Seta Halo zurückzuholen. Wie wir auch bereits aus älterem Material wissen, sind seit dem Beginn der Mission von The Weapon 6 Monate vergangen. It's been 6 months. Where have you been? Swift for 3 verspricht außerdem, dass der Chief infolge von Halo 5 der Frage, was mit Cortana passiert ist, auf den Grund gehen möchte. Wir sehen dazu auch Cortana zum ersten Mal selbst im neuen Infinite-Look mit nicht mehr blau, sondern wie im Original Halo Combat Evolved eher lilanem Farbspektrum. Cortana betrachtet in dieser kurzen Szene irgendeine Einrichtung auf einem Hologramm, die entweder von Blutsvätern sein könnte, aber auch eine Raumstation von Menschen. Genaueres dazu wissen wir bisher noch nicht. Was wir aber erneut bestätigt bekommen, ist, dass The Weapon geschaffen wurde, um Cortana dingfest zu machen. Was hier allerdings neu ist, ist, dass sie diese Aufgabe auch hinterfragt. What did she do that was so wrong? Was hat Cortana denn so falsch gemacht? Nun ja, womöglich die ganze Galaxie unterjocht wäre eine Antwort, die hier aber noch nicht gegeben wird. Aber auch die Banished sind natürlich nicht vergessen. Infinite startet damit, dass die Banished Seta Halo scheinbar komplett unter ihrer Kontrolle haben und der Chief der Einzige ist, der sich ihnen noch in den Weg stellen kann. Wir sehen in dem Trailer dabei aber auch den uns bereits aus älteren Trailern bekannten Asherum wieder. Neben ihm und den Banished, die auch ein grafisches Upgrade bekommen haben, sehen wir aber auch ein paar weitere interessante Dinge bezüglich der Story. Uns wird der oder die Harbinger of Truth vorgestellt, der oder die, zu Deutsch, die Vorbotin der Wahrheit ist, die uns mit folgendem Dialog begrüßt. Die Lügen der Blutsväter sind zu Ende. Ich bin die Vorbotin der Wahrheit. Du bist nicht die Zukunft. Klingt noch etwas kryptisch und wir wissen auch gar nicht, ist das eine ganz neue Alien-Spezies, die irgendwie mit den Banished verwandelt ist, oder hat sie doch etwas mit den Blutsvätern zu tun. Der Look ist auf jeden Fall sehr interessant, erinnert mich aber auch ein wenig an Destiny. Ich finde das Ganze aber sehr spannend, kann mir aber noch keinen richtigen Reim darauf machen. Schreibt mir gerne eure Theorien zum Harbinger of Truth in die Kommentare. Kurz davor gab es allerdings noch etwas zu sehen, das mich doch stark an einen Illuminaten erinnert und es wäre auch nur logisch, wenn Seta Halo als Halo Ring auch einen eigenen davon hätte. Ein paar offene Fragen zur Story bleiben für mich aber dennoch weiterhin bestehen, auch wenn ich etwas beruhigt bin, dass Cortana weiterhin ein Thema ist. Ich frage mich dennoch, was mit der Infinity, der Spirit of Fire aus Halo Wars und den ganzen damit verbundenen Charakteren ist. Aber zu viel sollte Swift for 3 natürlich auch nicht verraten, also werden es womöglich noch sehen. Gameplay. Auch über konkretes Gameplay der Kampagne erhalten wir in diesem Overview-Video jede Menge neue Aufschlüsse.
An unseren Basen können wir uns von Brohammer über Terminals beispielsweise Fahrzeuge und Waffen liefern lassen, um damit im Anschluss Zeta Halo zu erkunden. Mit einem starken Arsenal ausgestattet, braucht es nur noch reichlich Gegner und Infinite erweckt den Eindruck, verstanden zu haben, was spaßige Encounter ausmacht. Wir sehen hier reichlich Gegnertypen wie alte Bekannte, normale Brutes, Jäger, Schakale, Eliten und Grunts, aber auch neue Gegner wie die fliegenden und an die alten Drohnenschwärme der Allianz erinnernden Skimmers. Außerdem lässt sich bereits erkennen, wie wir Spieler scheinbar die Wahl haben werden, an verschiedenen Objectives wie Banished-Basen herangehen zu können. Ob wir mit dem Sniper Brutes aus der Ferne ausschalten und die Fesseln von gefangenen Marines damit auch aus der Ferne lösen, oder mit dem Warthog reinbrettern und die Marines direkt befreien, nur um mit ihnen direkt im Anschluss eine Klippe hinabzufahren. Was Infinite vor allem im Vergleich zum direkten Vorgänger besser zu machen scheint, sind Bosskämpfe. Von denen scheint es über das Spiel verteilt so einige zu geben, die sich, soweit wir bis jetzt sagen können, auch ganz schön unterscheiden und bei denen die Gegner à la Destiny jetzt auch eine Lebensleiste über dem Kopf haben. So bekämpft der Chief im Video zum Beispiel einen Brute-Boss mit Jetpack. Aber auch der bisher nur aus Concept Art bekannte Eliten-Spartan-Jäger namens Jagger Umdanai taucht wieder auf und sieht ziemlich stark aus. Cypher 3 betont erneut die spielerische Freiheit und zeigt uns dabei auch erneut einen Map-Ausschnitt von Zeta Halo. Darauf erkennen wir zum einen die Markierung FOB Golf, was für Forward Operating Base steht. Nimmt der Spieler eine solche Basis ein, fungiert sie von da an als Schnellreisepunkt, lässt uns die bereits angesprochenen Waffen- und Fahrzeugdrops rufen, gibt uns Marines als Unterstützung und zeigt Aktivität der Banished in der näheren Umgebung auf. Außerdem sehen wir auf der Map als Ziel Ransom Keep, was laut Beschreibung eine Basis der Banished zu sein scheint, die primär von Eliten umgeben ist und dazu da ist, altes Material des UNSC einzusammeln, welches dort zu finden ist. Zusätzlich gibt uns die Map Aufschluss über die Collectibles von Halo Infinite. Neben Schädeln werden dort auch einige weitere Möglichkeiten zum Sammeln und Erkunden angezeigt, wozu allerdings auch die FOBs zu gehören scheinen. Der Chief nimmt daraufhin das noch eben auf der Map zu sehende Ransom Keep ein und zerstört dabei 4 Silos als Objective. In diesem Kampf gegen Eliten und einen Brute mit UNSC-Raketenwerfer bekommen wir dann auch noch das Upgrade-Menü zu sehen. Dort sehen wir neben den bereits bekannten Ausrüstungen, die es auch im Multiplayer geben wird, wie Grapple Shot, Drop Wall, Thruster und Threat Sensor, auch den sogenannten Schildkern, den der Chief mittels Spartan Cores aufrüsten kann, um etwas mehr Leben zu erhalten. Kurz darauf finden Chief und Weapon einen Scorpion und kommentieren das mit einem sehr charmanten und an alte Halo-Zeiten erinnernden Dialog. Alles in allem finde ich den Überblick sehr gelungen und sowas war genau das, worauf ich gewartet habe. In vielerlei Hinsicht erinnert mich das Ganze an die guten alten Halo 2 und 3, aber vor allem auch Halo CE-Zeiten und ich bin sehr gespannt, wie die Story so wird. Zudem bin ich sehr froh, dass die Dynamik der Figuren und die Dialoge scheinbar mal wieder richtig gut harmonieren und nicht so komisch verkrampft und herzlos sind wie in Halo 5. Was ist eure Meinung? Seid ihr so kurz vor dem Release jetzt auf die Kampagne gehypt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst ein Abo und eine Bewertung da und folgt mir gerne auf Twitch, um mich ein wenig zu unterstützen. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal, euer Zillo. Is everyone trying to kill you? It kinda seems like it.